Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 3. Und zuletzt sind wir ja gefahren mit dem New Beetle Cup und konnten uns da den Beetle RSI holen. Und ich habe mir sogar für den jetzt schon Reifen geholt für ein Endurance-Rennen. Habe jetzt tatsächlich eine Sache dann doch überlegt. Ich gucke mir jetzt nochmal eine Sache ganz schnell an, während ich was erzähle. Und zwar, ob wir in Trial Mount mit dem fahren dürften. Ja, dürften wir. Ich habe halt gerade nicht so unglaublich Lust auf Endurance-Rennen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht schnappen wir uns lieber einen Mittelmotor-Heckantrieb und fahren da die nächsten Beginner-Rennen. Und vielleicht fahren wir mit dem NSX Type R mal so ein kleines Event. So, nehmen wir den mal in Gelb. Ich mag Gelb und auch Orange als Farben für Sportautos. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Und beim NSX müssen wir mit Sicherheit nichts tun, um in der Beginnerliga bei MR gut voranzukommen. So, gehen wir rein. Trial Mountain. Klingt nach dem Plan. Und wir treten bei. Ja. Also ich habe wirklich auch mit dem Beetle ein bisschen kurz angefangen. Nach ein paar Minuten bin ich dann nochmal rausgegangen und habe neu gestartet das Rennen. Weil ich gemerkt habe, ich bräuchte nochmal mehr Tuning. Ich wollte das Rom-Kolosseum-Rennen machen. Und da war halt einfach ein Auto, das trotz Boxenstopp quasi vor mir war und es war einfach zu schnell. Dann habe ich das Auto getunt und mein Auto war einfach zu schnell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hätte schon Bock gehabt, wenn das jetzt perfekt gebalanced wäre, dann die 2 Stunden zu fahren, aber dann jetzt irgendwie ein drittes Mal das zu starten oder einfach komplett overpowered allen um die Ohren zu fahren, da hatte ich jetzt wenig Interesse dran. So, Honda NSX, insbesondere diese Generation, also die erste, die ist sehr, sehr gefragt, die ist sehr hochgehalten von der Community, von der Fangemeinde des Fahrzeugs dementsprechend. Und es ist ein sehr besonderes Auto auch, weil ein sehr besonderer Fahrer damals auch das Auto zumindest getestet hat. Inwiefern er daran gearbeitet hat, das ist ja eh immer so eine Frage. Ist da viel passiert oder wenig? Egal, auf jeden Fall Ayrton Senna. Da gibt es auch einige Clips, wo er mit dem Auto fährt, schön Heel and Toe auch runterbremst, wo ich mir irgendwie auch gefühlt die Füße breche, wenn ich das hier mal an dem Rig machen möchte. Oder auch ein Kumpel, der Michel erzählt hat, dann so, oder erklärt hat, so, ja, Dave, das ist im echten Auto wieder ganz entspannt da. Das ist im Simracing vielleicht mit den Pedalen hier ein bisschen schwierig, wo ich aber das auch nie wirklich dann probiert habe. Weil ich auch keine Lust hatte, mir die Füße da zu brechen. nee, aber im Endeffekt Ayrton Senna quasi als Werbefigur für dieses Auto oder für dieses Modell war dann auch sehr, sehr krass. Und ja, ich werde jetzt nicht so super viel auf das Thema Ayrton Senna oder sonst was eingehen. Gehen wir vielleicht lieber auf den Honda NSX ein. Ich finde dieses Auto unfassbar schick. Das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Automobil. Unfassbar tief. Und als Sportauto ist halt sein einziger Makel wahrscheinlich. Also ich formuliere es anders, weil sonst denkt man, dass ich das so denke. Aber ich glaube, das einzige Argument, warum der NSX nie so 100% Anklang gefunden hat, vielleicht jetzt über Japan hinaus plus Liebhaber, ist, weil es halt ein Honda ist. So. Wenn halt eine andere Marke drauf stünde, bin ich mir sicher, dass sich dieses Auto verkauft hätte wie warme Semmeln. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass oft einfach so ein Honda NSX dann belächelt wird, weil es ist nur ein Honda. Genauso hatte halt tatsächlich Lexus mit dem LFA das Problem. Der LFA wurde oft als das perfekte Auto betitelt von vielen Autojournalisten, so, was das Fahrerische angeht. Irgendwie, ja, diverse Fahrzeugjournalisten meinten, boah, crazy Erlebnis, richtig geile Karre und so weiter und so fort. Problem ist halt, der Lexus LFA hat, glaube ich, 300.000 etwa gekostet oder 200.000 oder so. Auf jeden Fall irgend so ein Preisbereich, Preissegment, wo, also es wurde so ein bisschen mal aufgearbeitet, auch in verschiedenen YouTube-Videos. Ich finde es auch immer spannend, sowas mir anzugucken dann. Da wurde halt auch gesagt, so, ey, der ist halt im Prinzip in so einer Preisrange gewesen, wo du einerseits
dir auch stattdessen Ferrari hättest leisten können, so unabhängig der Fahreigenschaften, aber dann hast du halt nicht einen Lexus, sondern einen Ferrari, wo ich auch sagen muss, so ey, weiß ich nicht, so allein was das Prestige angeht, ist halt Ferrari natürlich schon ein riesiger Name im Vergleich, so ich kann schon verstehen, dass das irgendwo auch für manche Leute ein Argument ist. Aber wir fahren Deep Forest, by the way, rückwärts gerade. Interessant. Und ein weiteres Argument war dann, dass es nicht, also nicht nur, dass es preislich dann in der Range von Ferrari und Co. Unterwegs war, das Auto, und von Lambo und so weiter und so fort, sondern es war auch teurer als die Standard-Track-Tools. So andere Autos, die du dir halt holst, damit du sie auf der Rennstrecke durchpeitschen kannst, die kosten halt was. So klar, je nach Auto, da wird jetzt der ein oder andere kommen und sagen, ja gut Dave, du kannst dir aber auch einen schönen Astra OPC holen für 20.000 oder sowas. Oder irgendwie einen Golf R oder was weiß ich wie. Aber hier geht es halt gerade um die recht teuren Track-Tools und da kannst du dir auch für 100.000 trotzdem ein M4 oder ein M3 oder sonst was holen. So. Und für 150.000 GT3, mittlerweile so für 200.000 dann ungefähr ein GT3 RS. Und selbst da haben wir natürlich das Problem dann wieder, da ist ja das Porsche-Label auch dran. Und Porsche-Label ist, würde ich sagen, trotzdem noch ein bisschen mehr Prestige bei Sportwagen als Lexus. Long story short, im Endeffekt waren sie halt quasi für ein Track-Tool zu teuer und für ein, Luxusauto oder für ein Auto im Luxuspreissegment waren sie halt nicht Luxus oder nicht exklusiv genug. Ist natürlich die Frage, wie man das retrospektiv hätte doch anders machen können. Hätte man den Lexus LFA, hätte man den einfach auch anders nennen können? Hätte man da eventuell irgendwas anderes als Marke nehmen können? Weißt du, wie hätte man das Auto eventuell umbenennen können? Vielleicht hätte man eine eigene Marke erstellen können, damit es sich verkauft. So wie zum Beispiel, keine Ahnung, bei Volvo auch eine eigene Marke entsteht mit Polestar, wo ich auch sagen muss, so, die sehen aus wie Volvos, aber Volvo dachte ich wahrscheinlich so, ja, aber das ist schon so ein bisschen ein anderes Produkt und wir versuchen es einfach mit einem neuen Namen auch zu vermarkten. Könnte halt einfach dann auch besser funktionieren, who knows. Long story short, ich weiß nicht, ob es beim Honda NSX wirklich an so Faktoren gescheitert ist. Ich könnte mir halt nur vorstellen, oder ich kann nur so ein bisschen grübeln über Erfolg oder Misserfolg der Marke oder des Modells. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Honda NSX durchaus diese Problemchen hat, dass man halt sich teilweise denkt so, boah, vielleicht ist er mir ein bisschen zu teuer für ein Honda. Oder sonst wie, weil es gab schon auch jahrelang, also es hat schon Jahre gedauert, bis dann irgendwie mal ein neuer Honda NSX dann auch kam. Na gut, es gab so ein bisschen auch das Facelift von dem hier, wo man auch keine ausklappbaren Scheinwerfer mehr hatte. Aber gefühlt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der Honda NSX läuft echt unter ferner Liefen. Wir haben auf jeden Fall in Wiesbaden mal einen gehabt. Ich weiß nicht, ob der immer noch in Wiesbaden ist, ob es den immer noch gibt und so weiter und so fort. Aber in Wiesbaden hatte ich mal einen gesehen und fand das schon richtig, richtig geil. Auf mich hatte das Auto auf jeden Fall eine krasse Wirkung. Also da dachte ich schon so, boah. Weil wenn du auch darüber Bescheid weißt, dass es halt eben ein recht seltenes Auto ist, dann blickst du vielleicht nochmal anders darauf. Aber wie gesagt, vielleicht gilt das dann nicht bei jedem. Wir sind ja hier größtenteils Auto-Enthusiasten. Und da weiß man so ein Honda NSX auch einfach zu schätzen. Aber das ist, wie gesagt, und deswegen habe ich auch versucht, das Thema vorhin aufzumachen. Ich glaube halt, in der breiten Masse kommt das halt vielleicht dann einfach nicht so an. Ja. Der Honda NSX, den ich gesehen habe, war, glaube ich, by the way, schwarz. Das war ein, so ein bisschen so Tarnkappen-Style-mäßig. Gerade so ein kleines, flaches Auto, das ist schon anders wild, wie der dann aussieht. Ich muss aber eh sagen, Honda als Marke fand ich schon immer auch recht ansprechend. Ich habe ja auch letztens über das Thema JDM und so gesprochen und
welche Marken ich denn interessant finde oder welche Autotypen auch. Und ich muss tatsächlich sagen, so Honda hat mit dem NSX bei mir gepunktet. Wahrscheinlich, weil es auch für mich wie ein sehr westliches Auto wirkt. Also es sieht halt, keine Ahnung, das Auto mit dem Ferrari-Label, und ich würde nicht sagen, okay, das ist definitiv kein Ferrari, so. Und der Honda S2000 zum Beispiel, den finde ich auch geil. Da habe ich sogar, glaube ich, mal im Stream drüber gesprochen, weil da habe ich NFS Unbound gespielt. Und mir wurde mal irgendwann zugetragen, der Honda S2000 sei nicht ganz so reliable, nicht ganz so zuverlässig. Was dann aber im Stream auf jeden Fall verneint wurde von vielen. Also anscheinend ist der S2000 dann doch ganz gut haltbar. Was ich beim S2000 wild finde, bei dem ist es ja auch zum Teil dann so, aber beim S2000 noch viel, viel krasser. Du kannst ja anscheinend recht hohe Drehzahlen erreichen. Wenn ich den S2000 jetzt nicht krass verwechsel, was die Eigenschaft angeht. Boah, ich habe gerade mega Sorge davor. 8 Sekunden Vorsprung. Läuft. Ja, Opel Speedster bzw. Vauxhall VX220. Den haben wir auch in Forza Motorsport dann letztens gehabt. Für euch dann vielleicht bald, wer weiß. Vielleicht spoilere ich euch da gerade. Könnte auch sein. Aktuell bin ich halt wieder richtig krass dabei, Videos im Voraus auch aufzunehmen. Weil ich mich da wirklich dabei auch ertappe regelmäßig, wie ich mich hinsetze. Und dann fahre ich wirklich so 2-3 Stunden in irgendeinem Spiel und denke mir dann so, oh oh. Heute zum Beispiel Circuit Superstars eingelegt. 2 Stunden später merke ich, oh. So gegen 8 Uhr wolltest du doch zum Supermarkt oder spätestens gegen 9 Uhr. Und dann haben wir irgendwie schon kurz vor 10 gehabt. Um 10 machen so die allermeisten Supermärkte oder da haben sie schon zu. Manche machen um 8 zu, manche um 9. Der, wo ich dann hin wollte, würde dann um 10 zu machen. Aber da dachte ich mir so, jetzt hetze ich da aber auch nicht rüber. Haben wir dann auch gedacht, Mist. Weißt du, Circuit Superstars, jetzt hast du dadurch dann nichts eingekauft. Tja, passiert manchmal. Hauptsache, wir haben Donnerstag in einer Minute bei mir dann. Ah. Freitag. Und ich kann ja trotzdem was einkaufen dann. Der Toyota MRS. Ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt das Auto, was ich mir unbedingt gewünscht habe. Es tut mir leid, aber ja. Kann ich hier das Type R Meeting fahren? Oh ja, kann ich. Oh ja, oh ja. Okay, dann werde ich mir vielleicht hier mal gestatten, dass... wir fahren einfach weiter. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe gerade überlegt, okay, wir haben jetzt einen Cup gemacht. Okay, 12-Minuten-Folge, 13-Minuten-Folge. Wir fahren jetzt einfach weiter. Oh, und das werde ich wahrscheinlich mit dem Civic auch recht deutlich gewinnen. Da gewinnen wir jetzt 25.000 plus Championship-Preisgeld. Wahrscheinlich so 10.000 nochmal. Machen wir. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal auch demnächst wieder ein paar Fragen und Nachrichten reinschicken bezüglich Beantwortung im Endurance-Rennen. Ich habe jetzt überlegt, wie ich es umformuliere, weil ich wollte jetzt keine Fragen zum Thema Endurance-Rennen haben, sondern Fragen, die ich bei einem Endurance-Rennen beantworten kann. Sehr, sehr gerne reinposten, dass ich da auch mal so ein bisschen was an Auswahl habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann die letzte Folge, bevor es dann weihnachtet. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal auch ein frohes Fest und hoffe, dass ihr da eine ruhige, besinnliche Zeit habt. Nehmt euch ruhig mal 1-2 Tage, geht in euch, seid entspannt, seid ruhig, seid wirklich gediegen und lasst euch mal ein bisschen im Leben. Probiert mal, dass das Leben ein bisschen bei euch entschleunigt. Und ja. Findet dann ein bisschen auch neue Kraft, weil ich glaube, das ist auch etwas, was dann teilweise mal ganz gut helfen kann. Nicht immer so ein bisschen in diesem krassen Trott zu sein, damit man dann irgendwann so ein bisschen
immer wieder auch neue Perspektiven auf Sachen bekommt. Wichtig. Ich glaube, was bei mir auch so ein bisschen diese... ja, irgendwann immer größer werdende Unzufriedenheit mit meinem Job halt auch irgendwie so ein bisschen mit zu verantworten hat, ist, dass ich dann auch selbst im Trott immer wieder war. Und wenn ich außerhalb des Trotts war, habe ich halt nie auch mir Gedanken gemacht über meine Arbeit selbst oder über das, was mich wirklich unzufrieden macht, und habe versucht, mich auch irgendwie abzulenken. Und so habe ich mich vielleicht selbst auch aktiv daran gehindert, vielleicht auch ohne es zu wissen, dass ich dann wirklich mir mal Gedanken machen konnte. Also ich habe halt wirklich immer wieder, wenn ich mich mit meiner Arbeit dann beschäftigt habe, halt wirklich mich damit beschäftigt, sie dann auch einfach zu machen in dem Moment. Und nie überlegt, okay, was stört mich jetzt genau an meiner Arbeit? Wo genau hapert es jetzt dran und warum will ich sie jetzt vielleicht gerade eigentlich nicht machen, obwohl ich sie irgendwie jahrelang gerne gemacht habe und gerne auch noch jahrelang weitermachen wollen würde. Und ja, wenn ich mir dann wirklich mal Zeit genommen habe für mich selbst, dann habe ich halt wirklich versucht, diesem Tipp auch zu folgen, den auch viele Leute haben. Hey Dave, mach nichts mit Arbeit, klammer wirklich alles mal aus. Und ich habe es wirklich auch mehrfach gemacht. Auch wenn nur für Einzelteile dann größtenteils. Ey, Minihund, komm mal her. Ich muss vielleicht ganz kurz die Aufnahme pausieren. Ich habe auf jeden Fall mir immer wieder dann mal Zeit genommen für mich selbst. Und auf Startziel mache ich mal kurz dann Pause. Und habe dann tatsächlich auch im Zuge dessen nie wirklich über Arbeit oder sonst was nachgedacht. Jetzt überlege ich retrospektiv, vielleicht wäre es auch einfach geil gewesen, sich mal ein bisschen konkreter mit seinem eigenen Problem auseinanderzusetzen. Andererseits, vielleicht waren auch die Phasen mal wichtig, wo ich mir ein bisschen Zeit für mich selbst genommen habe, ohne an die Arbeit zu denken. Hat es mir am Ende geholfen? Weiß ich nicht. Aber schlimmer hat es definitiv nicht gemacht, glaube ich. Aber, so oder so oder so oder so oder so. Ich glaube, was immer helfen kann, ist Selbstreflexion haben und oder einfach ein bisschen, ja, sich mal auch mal Zeit zu nehmen für Gedanken und nicht immer auf Maximum zu pushen. Minihund, alles entspannt. So, Moment, wir machen kurz mal Pause. Aufnahme wird ganz kurz pausiert und dann geht's weiter. So, weiter geht's, ihr Lieben. Aber, wie gesagt, nehmt euch ruhig ein paar Tage Zeit, alles gechillt angehen. Und eine Sache, die ich auch interessant finde und wo ich auch anfangs einen echt kritischen Blick hatte drauf, auch wenn es eigentlich so eine kleine Lappalie ist und man einfach sagen könnte, lass doch jeden das so machen, wie er es machen möchte, ist das Thema Neujahrsvorsätze. Meine Perspektive, die anfangs sehr kritisch war auf das Thema bezogen, hat sich dann aber auch geändert, weil ich irgendwann sehr viel angefangen habe, der Hauge zu gucken. Und er macht leider gerade keinen Content mehr. Ich hoffe, dass bei ihm auch alles gut ist. Aber der hat, finde ich, auf viele Sachen sehr, sehr schöne Ansichten und sehr interessante Takes gehabt. Und zum Beispiel beim Thema Neujahrsvorsätze, wo ich dann immer dachte so, boah, ey, weißt du, jetzt sagt der Nächste, jo, ich möchte dieses Jahr mit dem Rauchen aufhören, und zwei Tage später raucht er halt wieder. Oder, ja, ich möchte abnehmen, und am Ende des Jahres schreibt man, ja gut, ich habe doch nicht so abgenommen. Aber da hat halt der Hauge so eine neue Perspektive für mich eröffnet und hat halt gesagt so, ja, aber das ist doch irgendwie schön. Weißt du, man könnte natürlich immer sagen, ja, ey, wenn du es machen willst, dann mach's halt. Aber warum kritisiert man dann wirklich de facto so eine, ja, sowas, so ein Triggerpunkt, der für einen sich ergeben könnte, so. Weißt du, die Kritik ist halt, warum kritisierst du, dass jemand just zu Neujahr jetzt anfangen will, mit dem Rauchen aufzuhören oder so? Im Zweifel könnte das doch einfach eine sehr, sehr coole Sache sein. Wenn es einen motiviert, dann go for it. Und das fand ich dann auch irgendwie sehr, sehr schön als Perspektive, weil ich mir dann auch dachte so, stimmt eigentlich, ist doch nicht allzu klug, da jetzt zu sagen, ja, hey, jetzt zu Neujahr willst du unbedingt aufhören zu rauchen, ja, in 5 Tagen rauchst du doch eh wieder. Also, selbst worst case, wenn, weißt du, wenn jemand wirklich nach 5 Tagen wieder raucht,
da hat er wenigstens die 5 Tage nicht geraucht. So, ich weiß natürlich, über das Leben gesehen macht jetzt keinen riesigen Unterschied, aber immerhin. Aber trotzdem, auch Thema Abnehmen oder sonst was, oder wenn man sagt, ey, ich möchte mich ein bisschen gesünder ernähren oder sonst wie, oder bewusster ernähren. Ich glaube, das ist auch übrigens einfacher, als zu sagen, ich möchte abnehmen. Einfach zu sagen, hey, ich möchte quasi einen gesünderen Lifestyle. Ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher, als zu sagen, ich möchte jetzt 10 Kilo verlieren oder so. Weil sonst versteifst du dich zu sehr auf diese Zahl. Aber ja, es gibt eigentlich keinen Grund, wirklich so dieses Datum oder das, was sich Leute als Anlass nehmen zum Abnehmen, das wirklich dann in dem Moment zu kritisieren oder zum nicht mehr rauchen, kein Alkohol trinken oder sonst was. Im Endeffekt kann man nur sagen, so, ey, cool, go for it, so. Genau wie man es auch sagen könnte, wenn jemand sagt, ey, jetzt ab Februar möchte ich das nicht mehr machen oder ab heute. Weil im Endeffekt wichtig ist ja nur, dass man, wenn man eine Veränderung für sich haben möchte und sie braucht, dass man es macht. Ob es jetzt bedarf, dass man in ein neues Jahr reinkommt oder nicht, ist natürlich ein anderes Thema. Aber was halt auch irgendwie cool ist, ist bei so einem Neujahr, das ist halt schon irgendwo so ein Kapitel, was sich schließt. So, da kann man noch so sehr sagen, ja, es läuft ja auch einfach nur weiter die Zeit. Ja, das stimmt schon, aber für mich war irgendwie Jahreswechsel auch immer schon was Besonderes und für mich ist es auch so ein Ding, keine Ahnung, spätestens wenn du in der Schule warst, da hast du halt gemerkt, dass es ein neues Jahr ist, weil du dich 1000 Mal beim Datum verschrieben hast und auch das alte Jahr draufgeschrieben hast. Bis du es dann irgendwann gelernt hast, dass es jetzt, keine Ahnung, 2008 ist und nicht mehr 2007. Long story short, weil wir schon mal so etwas gechilltem Talk sind, wenn ihr irgendwas verfolgt oder wenn ihr irgendwie euch was vornehmt und jemand findet es irgendwie lächerlich, lachhaft oder sonst wie, dass ihr euch ein Neujahr als Anlass rauspickt, das neue Jahr rauspickt, das neue Jahr als Anlass rauspickt, damit ihr damit anfangt, schön für die Person. Dann solltet ihr das halt lächerlich finden. Who cares? So, macht's einfach. Macht's einfach so, dass ihr halt einfach wirklich bei der Sache Bock habt. So, dass ihr wirklich einfach das Ziel oder dem Ziel zumindest näher kommt. Das Erreichen ist ja erstmal nicht ganz so wichtig, aber dass ihr auch erstmal dem Ziel näher kommt, was ihr euch gesteckt habt. Jo. Also für mich wird's tatsächlich wieder das Thema sein, so ein bisschen das grobe Spektrum drumherum. Gesünder Leben, was im Wesentlichen auch das Thema Abnehmen umfasst. Weil ich möchte halt ein bisschen mehr mich bewegen, Sport machen. Ich habe Mitte des Jahres tatsächlich schon angefangen, 10.000 Schritte pro Tag im Average zu laufen. Das ist über einen Monat gesehen. Also nach jedem Monat möchte ich sagen können, ey, ich habe 300.000 oder 310.000 oder 280.000, je nach Monat, Schritte in diesem Monat gemacht. Plus X. Und das ist tatsächlich so ein bisschen in letzter Zeit eingeschlafen, vor einer Weile schon, weil ich da ein paar Tage Corona-bedingt ausgefallen war. Und jetzt ist es auch so ein bisschen eingeschlafen wegen Krankheit. Aber es geht jetzt halt wieder voran. Ja, dann muss ich jetzt vielleicht mal ein paar Tage 20.000 Schritte pro Tag absolvieren. Das geht auch schon irgendwie klar. Thema Sport, auch das ist ein bisschen bei mir durch Termindruck dann unter anderem eingeschlafen, auch weil ich seit 5 Tage weg war und seit ich wieder da bin, ist im Prinzip wieder Termindruck hier vor Ort, dass ich halt und tatsächlich auch so eine neu gewonnene Euphorie, wo ich auch sage, ey, ich habe unbedingt Bock auch viel zu arbeiten, wodurch halt irgendwie es sehr, sehr attraktiv ist, auch relativ viel Zeit in diesem Studio hier zu verbringen. Und ansonsten ist natürlich auch das Thema Ernährung, wo ich aber auch sagen muss, auch das frisst halt ein bisschen Zeit. Und wenn du zum Beispiel sagst, ja, keine Ahnung, ich hätte jetzt schon Bock irgendwie, oder ich muss jetzt gerade nochmal Video XY aufzeichnen, dann ist es manchmal doch recht attraktiv, vielleicht dann zwischendurch noch einen Lieferdienst irgendwo zu aktivieren und zu sagen, jo, bring mal was zu essen vorbei und
wenn es jetzt nicht gerade super gesundes Zeugs ist, was ihr euch da bestellt, dann ist im Regelfall halt schon irgendwie gesünder. Auch ohne die Ausnahmen kann man sagen, im Regelfall ist es gesünder, wenn man selbst Sachen macht zu Hause. Ja, und insofern, long story short, ich werde mir das dann auch wieder vornehmen, dass ich das dann ja schon ein bisschen konkreter umsetze. Ich meine, wie gesagt, aktuell bin ich ja auch schon ganz gut an einem Punkt, wo es zumindest einige Sachen gab, die ich jetzt wirklich auch angestoßen habe. Ich meine, auch wenn ich jetzt die letzten Monate nicht abgenommen habe, allein überhaupt dieses Thema Bewegung in den Alltag zu integrieren, das war schon sehr cool. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen reinkommen, dann kann ich da wieder so ein bisschen Progress für mich machen und dann ist das wieder cool. Und auch das Thema Sport, das habe ich versucht so ein bisschen in den Alltag jetzt mit einfließen zu lassen, so, dass ich mir halt auch immer wieder meine Termine nehme und sage so, ich bin mal eine Stunde weg. Auch das muss jetzt wieder rankommen und Thema Ernährung, ah, das wird schon irgendwie, das wird auch. Das ist leider das Ding, wo ich mich am schwersten tue, weil auch einfach so ungesunde Sachen oder Sachen, die halt wirklich hyperkalorisch sind, also viele Fette haben, viele Kalorien haben und auch viele Kohlenhydrate haben, weil die auch einfach unglaublich geil schmecken leider. Das ist echt ein großes Problem. So Burger ist geil, Pizza ist geil, Chips sind geil, so, keine Ahnung, Haribo hat jetzt nicht unbedingt viel Fett, glaube ich, aber auch enorm viel Zucker, damit halt auch viel Kohlenhydrate, mit denen du auch nicht so wirklich was anfangen kannst, die halt sofort dir zwar einen Powerschub geben, aber der auch sofort wieder abflacht. Die schmecken auch ganz geil. Es schmeckt, gibt schon viel, was geil schmeckt. So Kakao, Schokolade, nicht Kakao, Schokolade meinte ich nur. Schmeckt geil und so weiter und so fort. Aber ja, man muss schon irgendwie ein bisschen mal Sachen ausklammern. Wäre halt schon wichtig. Thema Ernährung habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Ich bin, by the way, da jetzt nicht unbedingt an dem Punkt, dass ich dringend Tipps erfragen möchte. Insofern bin mir sicher, der ein oder andere, der sich da auch schon eingelesen hat oder der sich da auch teilweise wahrscheinlich sehr gut auskennt, der wird da schon auch einige Tipps in die Kommentare gehauen haben oder so. Aber tatsächlich, ich lasse das auch so ein bisschen mittlerweile als Gesprächsthema raus, außer dass ich sage, was ich mir überlegt habe. Weil es gibt da schon so ein paar verschiedene Meinungen zu den Themen. Und auch wenn es im Endeffekt schon irgendwo so ist, dass man sagen kann, okay, manches ist halt de facto korrekt und manches einfach nicht, gibt es halt trotzdem viele Meinungen, wo Leute das eine oder das andere sagen und denken. Was ich zum Beispiel sagen kann, also keine Ahnung, mal ein Beispiel für eine Meinung, die vertreten wird, obwohl es halt irgendwie an sich schon Blödsinn ist. Es gibt Leute, die machen Saftkuren. Die trinken dann nur Saft. Und ich kann euch sagen, oder die trinken viel Saft oder keine Ahnung, was die machen. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, jeder Mensch, der mit dem Thema Abnehmen halbwegs irgendwie im Entferntesten eine Ahnung hat, irgendwie einen Peil hat, der würde euch sagen, das Beste, was du machen kannst in Bezug auf Flüssigkeiten, ist, keine Kalorien zu trinken. Das ist das, was man dir wahrscheinlich so empfehlen wird. Aber trotzdem wird es halt immer wieder Leute geben, die sagen, ja gut, aber so eine Saftkur gönne ich mir da auch schon. Deswegen, ich klammer so Tee mittlerweile so ein bisschen aus. So, 13-4 Vorsprung. Es ist überraschend OP, auch wie wir hier gerade im Honda NSX unterwegs sind. Überleg gerade, wenn ich jetzt einfach das Endurance-Rennen gefahren wäre, wäre ich in einer Stunde durch gewesen. Und ich war ähnlich OP. Ich glaube, hier ist es gerade nicht so schlimm, weil das Rennen relativ schnell auch endet. Oder weil die Rennen relativ schnell enden. Und ich dann auch relativ bald ein Preisauto bekommen werde. Leute, was bekommen wir nur? Da bin ich mal gehypt drauf. Also, mal schauen. Vielleicht gibt es dann auch noch ein Type-R-Meeting in der Amateurklasse.
womit ich dieses Auto dann doch eventuell noch ein zweites Mal benutzen müsste. Weil ich kann mir vorstellen, da wird mit Sicherheit ein Honda NSX Type R mitfahren, wenn wir das dann bestreiten. Aber mal schauen. So, erstmal Super Speedway. Vielleicht fahre ich auch gleich das Super Speedway Endurance Rennen auch mal. Super Speedway, geile Strecke. Erinnere ich mich halt wirklich mit Freuden dran zurück, weil ich hier so viel gegrindet habe, um die ganzen Formel 1 Autos zu bekommen. Damals war es halt europäische Version. Es war nur Polyfolie 001 und 002. Aber ich wollte halt die ganzen verschiedenen Lackierungen noch haben. Die fand ich auch schon geil. Vielleicht habe ich auch einfach nur keinen Bock gehabt auf das Rom Endurance Rennen. Wer weiß. Was Super Speedway. Weil wenn ich jetzt Bock auf Super Speedway habe, ich... gibt keinen logischen Grund, warum ich dann, außer dass ich vielleicht keinen Bock auf Rom habe, warum ich dann halt Rom abgebrochen habe und mir denke, ey, Rom würde ich nicht fahren wollen jetzt. So. Tokio rückwärts. Nice. So, hier haben wir wieder das Sony-Gebäude, wenn wir nach hinten gucken jetzt. Das gläserne Gebäude da. Einfach geil. So. Und wir kommen hier schön voran. Nicht schlau. Ich habe vorhin auch... also was heißt vorhin? Vor ein paar Sekunden, wo der Rennstart war, da habe ich tatsächlich auch eine Shell-Tankstelle im Hintergrund gesehen. Und da habe ich mich direkt schon gefragt, okay, wie schaut's aus? Haben wir hier so ein paar Sponsoren oder so? Fragezeichen. Also gibt's... Ah, okay. So viel zum Thema. Gibt's auch andere Reifenhersteller? Bridgestone? Also ja. Firestone? Okay. Okay, okay. Ah, und Pirelli ist auch dabei. Ist auch spannend, dass sich zum Beispiel Pirellis Logo gar nicht verändert hat zu heute, ne? Na, ja, okay. Michelin hat sich auch nur geringfügig geändert. Da ist nur noch das... Oh Gott, wie hieß die Figur nochmal? Bubendi? Bibendu? Bibendum? Wie dem auch immer. Auch bei Bridgestone und so, da hat sich echt nichts geändert. Gut, hier haben wir da auch Rechtssets gehabt. Ich überlege auch immer wieder so, ey, boah, ist das irgendwie... Ich habe ja auch bei letztens in Forza mir schon die Frage gestellt, bezüglich Lizenzen von Autoherstellern und so, oder von Autos. Wer profitiert da am Ende eigentlich mehr? So, weil das Auto wird repräsentiert im Spiel, andererseits das Spiel kann sich erst auf Basis der Autos so richtig verkaufen. Andererseits kriegst du halt als Autohersteller wieder Geld für die Lizenzen. Ich habe mir aber auf jeden Fall die Frage gestellt, okay, ist das denn fair, so wie das dann ist? Kann man sich drum streiten? I don't know. Im Endeffekt ist das ein super interessantes Thema, aber keine Ahnung, wie da letztendlich die genauen wirtschaftlichen Erwägungen dann sind. Wo ich mir aber gerade schon eine Frage stelle, ist so eine Shell-Tankstelle. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als ob ein Gran Turismo angefeindet werden würde oder dass es bedeutend weniger Leute kaufen würden, wenn da keine Shell-Tankstelle drin wäre. Das wäre für mich doch schon so ein Fall, wo ich eher sagen würde, okay, vielleicht steckst du da eher als Shell Gran Turismo ein bisschen Kohle, dass die deine Tankstelle hier einbauen, als dass Gran Turismo Shell Kohle zahlt, damit sie die einbauen dürfen. Oder? Es ist auf jeden Fall eine Form von, ich meine, keine Ahnung, wenn du bei, wenn ich jetzt im Hintergrund ein Shell-Logo haben würde, würde ich auch nicht sagen, okay, Shell, ich zahle euch jetzt 1000 Euro, damit ich ein Shell-Logo bei mir im Hintergrund haben darf, sondern genau im Gegenteil. Ich würde sagen, ey Leute, wollt ihr mir vielleicht 1000 Euro zahlen, dass ich im Hintergrund ein Shell-Logo habe oder so? Und bei Gran Turismo ist halt die Frage, wer hat da was bezahlt? Ist das eine Produktplatzierung letztendlich? Oder ist es Gran Turismo, hey, wir wollen eure Lizenz haben für die Tankstelle? Weiß man nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Finde ich sehr interessant. Vielleicht weiß einer von euch Näheres.
Zum Beispiel Michelin ist ja offizieller Partner. Da haben wir das Shell-Logo oben. Michelin ist ja Partner von Gran Turismo. Die finanzieren da auch zum Teil, glaube ich, dann die World Series und so. Und da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ich meine, die sind auch überall bei den Veranstaltungen und so als Sponsor mit aufgeführt. Da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Michelin wirklich Geld auch an Gran Turismo zahlt. Würde ich jetzt mal schätzen. Weil das ist ja dann schon auch ein Werbeeffekt, der über wir sind im Spiel vertreten hinausgeht. Andererseits macht jetzt Michelin, glaube ich, wenig Werbeeffekt für Gran Turismo. Also Gran Turismo wird nicht krass durch Michelin beworben dann. Andererseits, ja, weiß ich nicht. Also ich finde so Themen eh super, super interessant. Da mal hinter die Kulissen reinzuschauen, wäre mal wirklich interessant. Aber jetzt gucken wir erstmal hinter die Kulissen unseres Siegerautos, was wahrscheinlich kein so krasses sein wird. Ein Honda Acura. Nee, was? Ein Acura RSX ist es, glaube ich, oder? Ein Honda Acura. Manchmal bin ich auch ein bisschen doof. Ein Type S sogar nur. Hä? Leute! Was ist denn jetzt los? Wo habe ich den denn bekommen? Ach so, stimmt, gerade eben mit dem NSX. Ich dachte schon so, weil ich gehe am Ende der Folge ja immer so in die Fahrzeugpräsentation, wenn wir ein neues Auto gewonnen haben und zeige euch das alles schön und mache auch dann quasi so die Abmod und die Abblende dann immer damit, das Outro. Und dachte so, den habe ich noch gar nicht präsentiert. Voll verwirrt gerade. Oh Mann, ey. So, den haben wir noch nicht gehabt, den Toyota MRS. Und den Acura RSX, den hatten wir erst recht noch nicht. So, jetzt gucken wir nochmal eine Sache. Amateurliga. Type R Meeting. In der Tat wird dieses Auto nochmal irgendwann Anwendung finden, aber jetzt nicht direkt im Anschluss, weil wird auch langsam ein bisschen spät und ich habe auch Bock, mal ein anderes Auto zu fahren und wir gucken mal gleich, was wir für ein Auto fahren werden. Was haben wir hier eigentlich? Boxer Spirit, Hof RGT, okay, im Prinzip Subaru und Porsche/Ruf. Okay. Ich muss gerade überlegen, ob wir uns irgendein Auto holen könnten jetzt, was richtig geil wäre für das Super Speedway Rennen. Vielleicht die Corvette? Vielleicht die Viper? Oh, die Viper wäre geil. Bekommt man die nicht, wenn man das, wenn man die S-Lizenz auf Gold hat? Schon F40 wäre natürlich auch wild. Anders wild aber auch. So, Audi? Audi wäre tatsächlich eine nächste Quelle, oder was heißt eine Quelle? Eine nächste Anlaufstelle für den Progress in diesem Spiel. Citroën? Renault? Irgendwas in Italien? Ja gut, Pagani ist halt ein bisschen teurer, ne? Und es wird auch noch Pagani-Rennen geben. Lotus? Okay, die sind ein bisschen teurer, aber... Oh, der ist rutschig wie Hölle. Also wirklich, der Motorsport-Elise, der ist sehr, sehr unruhig. Aber was ist das erste? Aston Martin, stimmt. Gott. Das goldene Logo, das sieht als kleine Version sehr furchtbar aus. Oh, der Jaguar XKR. Sieht auch echt cool aus. Glaube ich aber, wenn man den Real Life sich anguckt, nicht ganz so gut gealtert. Wir werden es sehen, Leute, was wir demnächst machen. Vielleicht gehen wir da mit dem Audi weiter. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, bin ich ein bisschen mit meinem Latein auch hier und da am Ende. Und wir müssten eventuell mal gucken, was wir machen. Eventuell müssen wir da wirklich in Richtung Endurance-Rennen wieder gehen, damit wir uns ein paar neue Autos zulegen können. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, das geht auch noch oben lang. Ein Abo raus, haben wir nächstes Mal dabei. Bis zum nächsten. Ciao. Weißt du, da sage ich schon, ich gehe am Ende der Folge immer in die Garage und lasse so ein bisschen das ausklingen. Und dann mache ich es auch nicht. Und das ist ein wunderschöner Acura RSX. Und damit danke fürs Einschalten.